Keine Bewegung! Los, Hände hoch! Moment mal, ich kann alles erklären. Ich habe meine Befehle. Alle Artefaktschmuggler gelten als Staatsfeinde und sind sofort zu erschießen. Keine Bewegung! Ich bin Agentin der Liberty Security Force. Dieser Mann ist ein Freelancer, der im Auftrag für mich arbeitet. Aber er handelt mit illegalen Artefakten. Dann verhaften Sie ihn. Was? Das kann ich leider nicht tun. Soldat, Sie haben den Liberty Code auf die Gesetze geschworen. Sie haben keine Wahl. Wenn er verdächtig ist, nehmen Sie ihn fest. Laut Gesetz steht ihm ein fairer Prozess zu. Das war einmal. Er wollte mich töten. Was sollte das mit dem verhaften? Er hätte uns beide getötet. Wer ist das? Keine Ahnung, aber er hatte wohl recht. Liberty ist für uns nicht mehr sicher. Wir müssen verschwinden. Nein, Trent, was ist mit Walker? Wenn wir tot sind, nützen wir Walker auch nichts. Sehen Sie diesen Mann? Der arbeitet bestimmt nicht allein. Juni, wir müssen zusammenbleiben und wir brauchen Zeit und Abstand, um das zu klären. Ich weiß einen Ort. Folgen Sie mir. Ich finde die Szene immer so geil. Die Szene ist einfach so geil. Ey, die ist einfach, boah, das ist wieder so typisch. Das ist wieder so typisch für so ein Spiel oder für einen Film, weißt du? Dieses Umdrehen, das war einmal, er dreht sich um und erstmal so 10 Sekunden warten, bis überhaupt irgendwas passiert. Weißt du, jeder andere hätte, das war einmal, zack, pff, tot. Dann macht er, und sie so, oh Gott, was macht er jetzt? Und ich so, und sie dann noch so, okay, ich erschieße ihn hier, weißt du, du kannst theoretisch, das passiert so langsam, du kannst die Gedanken von denen lesen, was sie sich dabei denken, Alter. So, haben wir hier so einen Fünfturm. 19,9, das dürfte wohl nicht mal annähernd an den rankommen. Ist ja genauso stark wie eine lange Blatt 3. Scheiße, der geht sogar noch, alter Schwede. Scheiße, die Jungsson. Uiuiui. Das raus. Oh, schon wieder eine Schubdüse. Ey. Hab ich gar nicht gesehen, dass wir einen eingenommen haben. Lass mal sehen. Einmal Schrott und einmal Wasser. So. Ich glaube, hier kommen wir nicht zum Rest drauf. Bevor ich es aber mal gucken, ja? Also. Bevor ich es aber jetzt hier einmal übergucken. Was? Ah, so, ja. Können wir einmal ganz kurz gucken? Ja, nee, also wir sind auf jeden Fall noch gut hier. Ja, also man sieht schon, LSF und so, wir sind sehr gute Freunde. So, Schiffshandel nochmal schnell. Ich kann ja wahrscheinlich keine Schiffe mehr kaufen. Ich möchte ein besseres Ansehen genießen, um das kaufen zu können. Oh, wir könnten sie so kaufen, aber machen wir nicht, weil alle Schiffe hier scheiße sind. So, dann geht's mal los. Wir lesen gleich bei der Kommentare, wenn wir hier irgendwie weitere Flüge machen. Was ist Ihr Plan? Zuerst nach Fort Bush und dann in die Badlands. Wenn die Marine die Toten auf dem Landepad findet, macht sie alle Handelsrouten dicht. Wir müssen uns beeilen. Hier Liberty Marine. Stoppen Sie die Triebwerke. Wir werden Sie in Gewahrsam nehmen. Ja, da hat man schon gesehen, was sich jetzt hier anbahnt. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut, was jetzt hier kommt. Ich will ein bisschen Schiff irgendwie kaufen können. Ich glaube nicht, ne? Verdammt, Sie haben die Handelsroute nach Fort Bush gesperrt? Los, wir müssen sofort hier weg. Wir müssen nach West Point. Das ist der einzige Weg. Die Unity blockiert den Eingang. Leer ist, wir sind umzingelt. Trent, hier kommen wir nicht mehr raus. Ist blöd. Eröffne das Feuer. Hallo. Zeig das Ihnen. Irgendwie war das in der letzten Aufnahme bis turbulenter hier noch. Das ist ja nichts hier, ey. Ich fühle mich gerade so voll, ich erfasse weitere Gegner, voll unterfordert. Es sind einfach zu viele. Tut mir leid. Juni, hier King. Setzen Sie Kurs auf West Point. Walker! King! Hier Walker. Wir kümmern uns um das Schlachtschiff. Ich will den Kreuzer zerstören. Feuer frei. Wiederhole. Ich will den Kreuzer zerstören. Feuer frei. Kontakt in Reichweite. Greife gleich an.
Das ist mein Kreuzer. Boah, Alter, nimmt das nicht Schaden. Nochmal. Angegriffen. Schwere Verluste. Brauchen sofort Hilfe. Alle verfügbaren Einheiten bitte 6er Manhattan 0101 anfliegen. Wiederhole. Bitte kommen Sie in Sektor. Ach, das sind ganz... Oh, fuck. Ich wiederhole, das ist ein Befehl. Alle Mann von... Oh, wieder Batterien und alles nur schlecht. Brauchen wir wieder ein paar Jäger. Jäger sind ja gar nichts, also meine eigentlichen Gegner hier sind eigentlich die Kreuzer. Zack, tschüss. Ihr Lambda 1 an alle Jägergruppen, die verbliebenen Jäger abfangen. Over. Was? Die Handelsroute ist frei. Juni 30. Was? Verschwindet. King, Sie ebenfalls. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Ich bin okay. Geht jetzt. Beinahe. Beinahe. Das wird ganz schön hart. West Point weiß, dass wir unterwegs sind. Was ist Ihr Plan? Wir müssen zu den Badlands. Dort gibt es ein Versteck für uns. Verstanden. Lambda 4 und Lambda 5 Flankenposition einnehmen. Direkten Kurs zur alten Handelsroute nach Station Ithaca setzen. Feindliche Jäger entdeckt. Komm schnell näher. Da kommen sie. Mehrere Geschwader Marinejäger. Wir geben Ihnen Deckung. Verstanden. Schnelltrend. Wir müssen zu den Badlands. Sie übernehmen die Spitze. Lambda 4 wurde abgeschossen. Rasch. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben. Lambda 5 wurde zerstört. Wir müssen hier weg. Sofort. Dabei. Doch. Geschafft. Die Badlands verbergen uns vor ihren Scannern. Die Marine wird uns wohl nicht hierher folgen. Verdammt, das war knapp. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Danke, dass Sie uns rausgeholt haben. Das sah gar nicht gut aus. Danken Sie, Walker. Als er mir sagte, dass Trent zu den meistgesuchten der Marine gehört, wusste ich, dass Sie Ärger bekommen würden. Was? Er wird wegen Mord, Artefaktschmuggel, Hochverrat und der Zerstörung von Freihafen 7 gesucht. Eine eindrucksvolle Liste. Hören Sie, ich muss mich mit Walker bei Detroit treffen. Bleiben Sie eine Weile in Deckung. Ich melde mich. Trent, ich habe neue Koordinaten hochgeladen. Sie werden einen Freund von mir treffen. Fliegen Sie vor. Was ist das denn? Der kann maximal Klasse 4 Dinger nehmen und der hat Klasse 5 an seinem Flieger. Was ist das denn? Das ist so ein mieser Cheater, ey. Ja, oh. Was ist das denn für eine Kacke, ey? Mann. Anfliegende Schiffe, dies ist Sperrgebiet. Kehren Sie sofort um. Dr. Van Pelt, hier Junko. Junko Zane. Juni, bist du das? Ich habe Neuigkeiten über dich auf dem sicheren Kanal gehört. Was geht hier vor? Keine Zeit für Erklärungen. Wir brauchen ein Versteck. Du hast Undock-Erlaubnis. Wir sehen uns auf Deck. Undock. So sieht's mir aus. So dockt man richtig an. Juni, du hast es geschafft. Der abhörsichere Kanal ist voll von Berichten über dich. Das ist Trent. Van Pelt ist mein Name, junger Mann. Willkommen. Wir müssen eine Weile abtauchen. Dann seid ihr hier am richtigen Ort. Hier kommt nur einmal im Monat ein Versorgungsschiff vorbei. Wenn Sie die Frage nicht stört, was machen Sie hier draußen? Ich studiere die Anomalien der Badlands. Die Station, die Sie hier sehen, war mal Teil eines Experiments zum Auffüllen von Libertys schwindenden Ressourcen. Ja, das war natürlich lange vor der Knappschaft der Gasschürfer. Davon habe ich nie gehört. Sollten Sie auch nicht. Es gab einen Unfall. Sowas wird in Liberty nicht veröffentlicht. Die Station wurde aufgegeben. Bis auf mich, versteht sich. Sie sind hier ganz allein? Bis auf die Maschinen. Mir gefällt es so. Nicht viel Ablenkung. An alle Kopfgeldjäger und Friedenstruppen in Liberty. Zwei Verdächtige werden zwecks Befragung gesucht. Die Identitätsdaten werden jetzt gesendet. Sie gelten als bewaffnet und äußerst gefährlich. Übertragung Ende. Sehr schönes Foto. Juni, was soll das alles? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Die Frage ist, wann haben Sie das Foto bitte aufgenommen? Ah ja. Ganz klar, ein Artefakt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Freihafen 7 wurde deswegen zerstört. Sein Besitzer wurde vor meinen Augen getötet.
Und wir fast auch. Es ist uralt. Selten. Natrium-Kristallstruktur. Noch aktiv. Ihr könntet's mal mit Quintain versuchen. Mit was, Doktor? Nicht mit was, mit wem? Professor Roland Quintain aus Cambridge. Ich kann euch nicht helfen, aber er vielleicht. Er ist ein renommierter Xeno-Archäologe. Ich verstehe nicht, wobei helfen? Es zu identifizieren. Ich will's nicht identifizieren, ich will's loswerden. Dazu ist es noch zu früh. Es gibt einen Grund für all das hier und wir stecken mittendrin. Wenn wir es behalten, haben wir immerhin noch ein Druckmittel. Ich fürchte, der junge Mann hat recht, Liebes. Oh, das ist großartig. Keine Sorge. In Bretonia seid ihr beide sicher. Bloß, wie kommt ihr dahin? Liberty-Schiffe nähern sich. Der Langstreckenscan zeigt eine Liberty-Patrouille. Sie müssen euch gefolgt sein. Sonst kommen sie nie so weit raus. So viel zum Abtauchen. Das automatische Abwehrsystem wird euch Deckung geben. Nehmt den Hinterausgang. Welchen Hinteraus? Die haben hier ein Sprungtor nach Magellan zurückgelassen. Seit dem Unfall wurde es nicht mehr benutzt, aber es funktioniert noch. Es liegt tief in den Badlands. Ich lade gerade die Koordinaten für euch. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Passt auf euch auf. Viel Glück. Danke. Ihr müsst gehen. Sofort. Komm schon. Hauen wir rein. Und machen wir sie fertig. So, ich bin hier mal wieder am Muten und so. Müssen wir mal gucken, dass das an ist. Weil ich hier ein bisschen aufstoße. Um das freundlich auszudrücken. Ich würde jetzt nicht das... Junge, die Patrouille kommt näher. Die Interferenz der Anomalie bietet keinen dauerhaften Schutz. Flieg schnell in die Badlands. Unidentifiziertes Schiff, bleiben Sie, wo Sie sind. Sie verletzen den Liberty-Sicherheitscode und können unverzüglich terminiert werden. Liberty-Patrouille, hier Station Benford. Diese Leute unterstehen meiner Verantwortung. Negativ, Benford. Abtrünnige Schiffe anvisieren. Auf mein Signal. Oh Gott, von Pate. Feuer! Nein! Los, Trent, wir müssen ihm helfen! Juni, raus da! Das Verteidigungssystem hält sie auf! Wir verlassen sie nicht! Machen wir doch nicht! Boah, Alter! Ich muss wieder schon räuspern. Ich hab irgendwas im Hals. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Die ganze Zeit schon. Das sind dann die anderen Dinge, wo ich mich dann immer wieder mute, wenn man das hört, man immer nicht. Meistens passiert das nämlich nur in den Phasen, in dem die anderen Leute reden. Ich hab irgendwas im Hals heute schon den ganzen Tag, ey. Das regt mich mega auf. Aber ich... Dann ist mal an die Anomalie ran. Oh, fuck. Ich erfasse weitere Schiffe im Anflug. Mein Gott. Drei Kreuzer, sie kommen schnell näher. Doktor, Sie müssen mit uns kommen. Wir kommen Sie abholen. Keine Zeit dafür. Die sind schon fast da. Du hast die Koordinaten zu dem Sprungtor. Geh! Ach, stimmt doch. Tschüss. Oh, Gott, da kannst du die Kreuzer auch anschieben. Junge, ich will das, ganz ehrlich, das ist jetzt mal eine Frage von mir. Was ist, wenn man es schafft, die Flieger vorher abzuschießen? Ja, als Idee. Was passiert, wenn man die vorher abschießt? Also den ersten. Jetzt haben wir gleich erstmal ein ganz kleines bisschen Zeit. Wir werden gleich sehen, wo wir die anderen bis angreifen. Jetzt stehen die nämlich ganz starr rum. Commander Zane, schalten Sie die Triebwerke ab und ergeben Sie sich! Okay, Trent, wir müssen hier weg. Fliegen Sie zu den Koordinaten, schnell! Sie versuchen zu entkommen. An alle Jägergeschwader! Formation auflösen und verfolgen! Weg hier! Sie müssen es bis zum Sprungtor schaffen. Sollten wir ganz in der Nähe des Sprungtors sein. Undock. Gott sei Dank, es funktioniert. Auf geht's. Dock belegt. Einreihen in Warteschlange. Ja, da war meine Mutter ganz kurz drin. So, jetzt habe ich aber auf an, ne? Jetzt habe ich an. Gut. Ich prüfe jetzt immer 3000 Mal nach.